Hat sich Marian mal wieder nicht lumpen lassen? Eine neue Woche hat begonnen und damit einen weiteren Wochenvlog. Und viele werden sich jetzt fragen, wieso bin ich jetzt zu Hause und nicht im Office? Das hat zwei, drei Gründe. Einmal, ich war heute Nacht relativ lang wach, weil gestern kam ich ja spät abends zurück, nachdem wir sehr erfolgreich in Passau waren. Dann habe ich ungelogen 11 Stunden geschlafen. Ich hatte danach komplett Kopfweh, habe mich richtig krank gefühlt. Ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt los? Na, ich durfte eigentlich gar nicht krank werden. Aber jetzt 3 Stunden später bin ich wieder topfit, wie man merkt. Ich war ein bisschen draußen, habe was getrunken. Also das passt an dieser Stelle wieder. Gibt auch schon einige Neuigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe mitbekommen, dass die Bauernstreiks sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, ich finde es an sich gut, weil endlich passiert mal etwas hier im Land. In gewisser Maßen, natürlich könnte es noch krasser sein, aber ein Anfang ist besser als gar nichts. Aber damit würde ich sagen, ich labere es an dieser Stelle nicht mehr länger rum. Diese Woche stehen extrem viele Drehtermine an, extrem viele Meetings, also noch heftiger als letzte Woche. Wir gehen jetzt erst einmal daran, dass wir die Ads für einen Kunden schalten. Noch ein kurzes Fazit zu heute und allgemein den Wochenbeginn. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch an dieser Stelle ehrlich, ich bin nicht zufrieden. Vor allem für den Wochenanfang, liegt auch damit zusammen, dass es mir heute Mittag nicht gut geht und jetzt habe ich auch wieder relativ starkes Kopfweh. Das Problem ist aber an dieser Stelle, die To-Dos, die bleiben ebenso, denen ist scheißegal, ob es mir gut geht oder nicht. Das ist immer die Sache, die man dabei bedenken muss und solange es noch möglich ist, sage ich immer, dann wird es halt noch gemacht. Ich habe es heute Morgen auch mal ein bisschen entspannter geplant, weil ich weiß, dass morgen es wahrscheinlich noch nicht perfekt sein wird. Trotzdem gehe ich schon davon aus, also ich schwitze dafür, dass ich alle To-Dos erledigt bekomme und der Tag erfolgreicher wird als heute. Aber heute habe ich wirklich so, wenn man es mal runterrechnet, 2 Stunden fokussiert gearbeitet. Aber so Tage gibt es nun mal auch, dagegen kann man nichts machen. Dafür war letzte Woche jetzt extrem erfolgreich. Ich habe heute noch eine extrem nice Nachricht bekommen. Hierzu aber mehr, wenn ich dazu mehr sagen darf, aber hat so den Tag gerettet, muss ich ehrlich sagen. Aber damit würde ich sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben es Dienstag 8 Uhr und an dieser Stelle kann ich sagen, dass es mir heute schon deutlich besser geht als gestern. Jedoch, der Termin dieser Woche im 4-Sterne-Hotel in Passau muss ich leider absagen, also der Filmdreh, weil die Deutsche Bahn streikt wohl wieder. Das ist jetzt aber kein Problem, weil die Videos werden eh erst ab dem 1.2. hochgeladen, also passt es auch noch locker nächste Woche. Mir wäre es dann lieber gewesen, wenn man die ein bisschen vorproduzieren kann, aber was soll man dagegen machen? Im nächsten Monat werde ich 18, dann kann ich endlich alleine Auto fahren. Führerschein habe ich ja schon fast beim ersten Mal bestanden. Jetzt aber werde ich erstmal an meinem MacBook alles vorplanen. Drei Stunden später Videos geplant, genauso wie mein Wochenvlog gecuttet, ist richtig heftig geworden, muss ich ehrlich zugeben. Geht aber auch insgesamt 23 Minuten. Der wird auf jeden Fall morgen, also Mittwoch um 15 Uhr auf YouTube online kommen. Und jetzt gehe ich erstmal mit ein paar Kollegen in der Pause was Mittagessen. Ich bin gerade dabei, die Webseite meiner Agentur umzubauen und gerade also dieses Jahr kommt es so in der Art Raster-Dashboard in den Trend und deshalb habe ich mir mal gedacht, sowas habe ich noch nie bei einer Agentur-Webseite gesehen. Deshalb baue ich ja auch mal so, also das Design dafür. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so insgesamt ankommt, aber ich denke mal, das kann sehr krass werden. Nachher seht ihr noch das Endergebnis, aber für mich geht das erstmal nach Hause. Heute ging es nicht ins Gym, dafür habe ich hier im Office vorhin den Workout durchgezogen, aber morgen geht es wieder ins Gym. Wir haben es 23.50 Uhr und damit ist der Dienstag auch schon wieder vorbei. Heute war es ein halbwegs erfolgreicher Tag, mir geht schon deutlich besser als gestern. Aber einmal habe ich heute den kompletten Wochenvlog von letzter Woche gecuttet bekommen. Ist sehr nice geworden, meiner Meinung nach. Genauso auch an meiner Website ein bisschen weitergebaut, so ein UI-Design. Ein sehr erfolgreiches Meeting gehabt mit dem Kamerateam aus Berlin, den ich morgen in die Produkte für die Testvideos zusenden werde. Ich bin wirklich dafür und ich hoffe auch, dass es eine gute Zusammenarbeit wird, dass ich einfach sicherer weiter skalieren kann. Ich sollte mir immer einen Überblick machen, wie gerade aktuell eigentlich die Pipeline aussieht, weil ich habe da den Überblick verloren, aber das wird dann auch morgen erledigt.
Genau, so viel dazu. Ich war heute auch noch trainieren, aber hab noch ein Workout so bei mir im Headquarter gemacht. Morgen geht es wieder richtig ins Gym. Morgen allgemein sehr, sehr viel zu tun, aber eine einzige To-Do dauert allein 5 Stunden. Hierzu erzähle ich aber euch morgen mehr, denn ich gehe schlafen. Davor buche ich jetzt aber hier noch kurz für die ISM in München das Ticket. Das ist so eine Messe für so Süßigkeiten. Also falls ihr da auch am Start seid, schreibt mir gerne eine Direktnachricht auf Instagram. Und damit würde ich sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben auch schon Mittwoch 12 Uhr und heute habe ich bisher so gut wie noch gar nicht mitgefilmt. Das liegt einfach daran, weil heute wirklich bisher nichts Spannendes passiert ist. Ich habe das Dashboard für meine neue Agentur-Webseite weitergemacht. Genauso bei einem Kunden, mit dem ich ein Webseitenprojekt habe von früher noch, welches schon über ein halbes Jahr andauert, auch weitergemacht. Also einfach so To-Dos abgearbeitet, die sich so über die letzte Zeit aufgehäuft haben. War letzte Woche auch extrem voll von Sachen, die jetzt, sag ich mal, nicht in der normalen Tagesroutine drin liegen. Deshalb diese Woche eher mal so eine normalere Woche. Ebenso gerade ist auch noch der Bauernstreik bei uns vorbeigefahren. Endlich mal Leute, die sich darum kümmern, was hier in diesem Land alles schief geht. Aber was steht heute noch an? Auf jeden Fall werde ich gleich das Paket packen für das Moderationsteam aus Berlin, dass sie mir da so eine Art Testvideos machen. Anschließend werde ich dann auch noch ins Gym gehen und damit gehe ich dann heute auch schon wieder nach Hause und arbeite von zu Hause aus. Genau damit würde ich sagen, wir packen jetzt erstmal das Paket. Das kleine Testpaket ist auch schon gepackt. Der Grundaufbau meiner neuen Agentur-Webseite ist auch schon so gut wie fertig. Hier oben fangen wir an mit dem Header, hier oben einmal noch das Navigationsmenü, genauso wie hier der Header. Hier folgt dann auch noch ein 9:16 Hochkantformat Trailer-Video. Anschließend kurzen Text, paar Arbeitsproben von uns, dass man sich das Ganze so ein bisschen anschauen kann. Wenn man weiter runter scrollt, eine kurze Erklärung, was wir denn überhaupt machen. Weiter runter denn hier, kurz, wer sind wir denn überhaupt? Hier kommt dann noch ein anderes Video rein. Hier unten noch ein paar Case Studies, die auch noch aktualisiert werden müssen. Und anschließend so eine kleine animierte Grafik, wie denn eigentlich so eine Zusammenarbeit mit uns aussieht. Weiter unten denn hier auch noch die ein oder anderen Testimonials. Und wer kennt's nicht, das bekannte Apple Dashboard am Ende ihrer Präsentation. Hier erstmalig auch bei einer Agentur eingeführt. Also ich finde es sehr, sehr nice geworden. Ich bin mal sehr gespannt, wie das sich so auf die Conversion Rate auswirkt. Weiter unten dann natürlich das Erstgespräch vereinbaren. Hier dann noch Videos von uns und hier wird dann noch ein Q&A folgen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde schon mal einen ziemlich guten Anfang. Natürlich folgt es die nächsten Tage noch unnormal viel, aber jetzt geht es erstmal an dem Webseitenprojekt von den Kunden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon mal sehr zufrieden bin mit dem neuen Grundbau der Webseite. Natürlich siehst du nicht final fertig, aber vom Style her ist sie schon fertig und da finde ich das schon mal extrem nice. Ich bin mal gespannt, ob ich den noch bis Ende der Woche fertig bekomme. Ist natürlich nicht Prio Nummer 1. Das sind nämlich unsere Partner. Aber nächste Woche solltet ihr den endgültig safe fertig sein, weil da muss ich dann auch noch das ein oder andere Video aufnehmen. In der Zwischenzeit habe ich mir aber etwas bestellt, nämlich hier den DJI Gimbal in der Mini-Version, weil viele werden sich jetzt denken, die mich schon etwas näher kennen, ey, du hast ja schon einen Gimbal. Das Problem ist aber, dass der einmal sehr, sehr schwer ist, also sehr unangenehm bei Straßenumfragen so zu halten und zweitens, man kann die Kamera nicht hochkant draufschrauben. Deshalb habe ich mal den zum Testen bestellt, hauptsächlich auch für das 4-Sterne-Hotel, denn da produzieren wir erstmalig High-Quality-Straßenumfragen, also Kinofilm-Straßenumfragen kann man sagen. So welche gibt es auch aktuell noch gar nicht auf TikTok, deswegen bin ich mal insgesamt gespannt, wie die ankommen. Und da müssen natürlich die Aufnahmen perfekt stabilisiert sein und damit kann man natürlich auch sehr nice Shots machen. Also denke ich, ist es eine Investition, die sich langfristiger lohnen wird, denn man kann es ja dann auch mehreren potenziellen Kunden ebenso anbieten. Genauso, was ich jetzt machen werde, kurz hierzu, wir haben ja schon 23 Uhr, also heute wird mal wieder ein etwas längerer Tag, aber selbstständiger kann man das ja easy mal machen, wenn man gerade eh in einem guten Workflow drin ist. Ich muss ehrlich sagen, heute ist bisher der produktivste Tag in dieser Woche, bisher noch nicht so erfolgreich gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich werde es an dem Webseitenprojekt weitermachen, wo ich glaube schon vorhin kurz erwähnt habe, wo es schon über ein ganzes Jahr geht, im fünfstelligen Bereich, da hinten ist auch noch eine E-Learning-Plattform, alles drum und dran geschaltet. Genau, weil mit den Kunden habe ich morgen um 15 Uhr einen Call, wo wir so ein kleines Update machen, weil der geplante Release ist im Mai. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Bereich.
Das war auch einer meiner ersten komplett eigenen Kunden, damals vor 1,5 Jahren sind es schon. Nämlich geht es da um eine Werkzeugdatenbank. Mehr sage ich noch nicht bis zum Release, aber ich bin mal sehr gehypt, wie das Ganze denn endgültig später ankommen wird. Wir haben jetzt auch 0.30 Uhr. Ich habe mich gerade noch kurzfristig dazu entschieden, jetzt schon schlafen zu gehen und nicht länger wach zu bleiben, weil ich bin schon extrem müde, muss ich ehrlich sagen. Und dann stehe ich einfach morgens um 7 Uhr auf, hasel noch durch mit der Webseite, dass ich dann am Mittag auch den Call habe um 15 Uhr. Genauso um 13 Uhr steht dann auch noch ein Call mit einem potenziellen Kunden. Also morgen wieder ein extrem nicer Call. Und morgen, also besser gesagt heute, werde ich auch mal wieder ein bisschen mehr filmen. Aber damit gute Nacht. Damit bin ich auch im Headquarter angekommen. Um 13 Uhr steht auch heute der erste Sales Call an mit einer Zahnbürstenfirma. Ich bin mal sehr gespannt, muss aber bis dorthin noch die Präsentation ein bisschen anpassen. Und apropos Präsentation, ich habe unter dem letzten Wochenvlog gesehen, dass sehr viele daran Interesse haben, dass ich dir mal zeigen könnte, wie ich die genau mache. Deshalb stimmt gerne mal in den Kommentaren ab, ob ihr mal gerne sehen wollt, wie ich so Pitch-Präsentationen mache. Und wenn genug dafür sind, dann mache ich dafür mal ein extra spezielles Video, Schritt für Schritt, wie ich die ganze erstelle. Ist halt eine ganz normale PowerPoint mit halt so das eigene Design. Aber damit würde ich sagen, heute steht extrem viel an. Ich mache mich jetzt erstmal daran, dass ich das Pitch-Deck design. Der Sales Call oder wie man nennen will, ist auch schon wieder zu Ende und ich kann schon mal vorweg sagen, es wurde noch kein 100%iger Close, aber wir telefonieren nächste Woche nochmal am Freitag auch noch mit einem Mitarbeiter von ihm und da werden wir das Ganze finalisieren, auch wenn ich ehrlich sagen muss, so wie wir miteinander geredet haben, hat es sich schon, sage ich mal, so angefühlt, als wäre der Close schon fest drin, aber wie gesagt, noch kein Finale und da bin ich auch transparent und sagt es so, nächste Woche, dann denke ich, bekommt ihr denn hier auch auf YouTube im Weekends-Vlog die endgültige Antwort. Und dann, also sobald das ein Close ist, werde ich dann auch verraten, was für ein Unternehmen das ist. Es ist, glaube ich, relativ logisch. Jetzt geht es für mich aber weiter an das Webseitenprojekt mit den einen Kunden, wo ich schon erzählt habe. Wir haben ja ausgemacht, dass wir um 15 Uhr callen. Ich habe mal gefragt, ob er auch morgen früh kann, weil das wird ein etwas längerer Call, denke ich jetzt mal. Und heute muss ich um 16 Uhr schon wieder los. Wenn es bei morgen nicht passt, dann machen wir es halt heute ganz entspannt. Genau, damit werde ich jetzt erstmal weitermachen. Ebenso kam gerade auch noch ein neues Paket dann von meinem Kunden, Geschäftspartner Snackshark an. Das werden wir jetzt erstmal öffnen. Da hat sich Marian mal wieder nicht lumpen lassen, hat hier ultra viele Snacks zugesendet. Einfach hier auch die Mr. Beast Schokolade, also hier auch mal wieder einen Wochenvorrat drin. No joke, ich habe es schon mal in einem anderen Video auf meinem Kanal erzählt, wo ich sogar bei Snackshark vor Ort war und meine kleine Verkostung gemacht habe. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mit riesigem Abstand mein aktuelles Lieblingsgetränk. Das tasten wir natürlich jetzt erstmal. Kurz ein bisschen ASMR. Und daran, an meiner Meinung, hat sich auch nichts geändert. Wir haben es jetzt 0 Uhr nachts und damit endet auch mein Arbeitstag für heute. Morgen steht auf jeden Fall sehr viel an, also morgen werden wieder mal nach 2 Wochen Straßenumfragen gedreht und damit auch das erste Mal für 2024. Ich bin sehr gehypt. Die letzten 5 Stunden ist doch durchgehasselt hier bei mir zu Hause. Genauso noch den Call gehabt, der lief auch sehr erfolgreich. Damit würde ich es aber sagen, gehe ich jetzt erstmal eine Runde pennen. Freitag 10 Uhr, vorhin war ich auch noch Dönerwerks kaufen für die Videos, also Straßenumfragen, die wir heute Mittag drehen. Genauso gerade noch 2 Stunden weiter die Webseite mit dem Kunden gemacht, mit dem ich jetzt erstmal 2-3 Stunden callen werde. Der Call ist jetzt 2 Stunden später zu Ende, ist wirklich sehr entspannt gelaufen und da wird doch sehr viel folgen. Heute Abend wird auch da direkt weitergemacht. Jetzt aber gleich geht's Straßenumfragen aufnehmen. Hierfür werde ich jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten und mir was zum Mittagessen machen. Wir sind es hier in der Stadt und heute war bisher der erfolgloseste Tag, wenn es ums Thema Straßenumfragen geht. Shan ist hier gerade auch mit dabei und
wie war das hier in der Stadt? Wirklich niemand ist hier los, nichts ist los, obwohl hier eigentlich normalerweise komplett voll ist, aber wir haben auch minus 2 Grad. Deshalb waren wir jetzt noch kurz im Zara ein paar Sachen shoppen. Na, damit geht es für mich jetzt wieder nach Hause, wo ich dann erstmal ein paar Videos aufnehmen werde für mich. Auch wieder im Headquarter angekommen und wie man erkennen kann, ist es draußen dunkel und wir haben schon 19 Uhr. Und ich sage euch ehrlich, so von To-Dos habe ich überhaupt nichts erledigt die letzten 3 Stunden, weil, ihr habt ja jetzt auch mitbekommen, eigentlich war geplant, dass wir in der Stadt Straßenumfragen aufnehmen, 10 bis 15 waren geplant und das ist doch nie passiert, dass wir keine einzige geschafft haben, weil es so unglaublich leer war. No joke, da hätte man in der Corona-Zeit damals sogar noch mehr geschafft, das war wirklich geisteskrank. Dafür treffen wir uns morgen wieder, das war jetzt kein Problem, wir sind halt stattdessen noch ein bisschen Klamotten kaufen gegangen, habe mir auch ein neues Hemd geholt. Aber trotzdem ist es natürlich alles andere als optimal und das darf eigentlich auch gar nicht passieren, wenn man langfristig denkt. Jetzt ist es nicht so schlimm, aber wenn man später dann alles knapp auf knapp plant auch, wenn man mehr Kunden und alles drum und dran abschließt, schon ist es nicht praktisch, sag ich mal, ist euch ehrlich. Aber für später hätte es dann noch viel schwerwiegendere Auswirkungen. Deshalb muss da eine Lösung gefunden werden. Ich bin ja auch gerade daran, habt ihr auch schon diese Woche mitbekommen, dass ich mit einem potenziellen Kamerateam aus Berlin gequatscht habe. Ich hoffe wirklich und bin guter Dinge, dass da eine erfolgreiche Zusammenarbeit daraus resultiert. Größer die Mannkraft, Straßenumfragen aufzunehmen, nochmal ums Doppelte, weil ich hatte schon das ein oder andere Kamerateam, aber entweder war das nach einer Zeit abnormal teuer oder die Ergebnisse haben einfach nicht so gepasst, wie ich sie gerne hätte. Und ich will natürlich an der Qualität keine Abstriche machen. Also, falls ihr irgendjemand kennt, Moderatorin, Moderator, Kameramann oder sowas, meldet euch gerne bei mir auf Instagram, würde mich freuen. Jedoch war eigentlich geplant, dass ich dann nach den Straßenfragen ins Gym gehe. Das habe ich jetzt heute auch irgendwo auch ungewollt ausfallen lassen, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte und habe immer noch so einen Druck im Kopf, dass ich irgendwas finden muss, was genauso gut wie Straßenfragen ankommt, wo man neben den Straßenumfragen-Content genauso laufen lassen kann, weil ich vermarkte mich ja gerade irgendwo als Straßenumfragen-Agentur, weshalb auch viele Kunden auf mich zukommen und das soll so bleiben, sage ich ganz ehrlich, aber es muss auch andere Formate geben, die man, sage ich mal, dass aus 15 Videos 10 Straßenumfragen sind und 5 andere Videos, die man einfach so testet, verschiedliche Formate. Da ist mir auch sehr, sehr, sehr geile eingefallen, also bin ich echt mal gespannt, wie du so performst. Ich bin jemand, ich erzähle nicht zu viel im Vorhinaus, weil ich will dann erstmal die Ergebnisse sehen, bevor ich das groß rauserzähle. Aber ich kann euch schon mal sagen, das kann sehr, sehr erfolgreich werden. Bin natürlich guter Dinge, aber die Straßenumfragen werden natürlich da bleiben, weil das ist unser Main Point, unser USP, sag ich mal. Wir machen die besten Straßenumfragen, die erfolgreichsten als Agentur in Deutschland. Und das soll auch so bleiben. Aber ich glaube, ihr checkt, wie ich das meine. Das ist wie bei Apple, dass man das iPhone in der Mitte hat und ringsrum ist dann die AirPods, die MacBooks, alles drum und dran. Genau. Aber jedoch, für mich geht es jetzt erstmal gleich nach Hause. Zu Hause werde ich dann weiter hasseln, To-Dos erledigen und genauso dann auch zu Hause. Ich habe ja auch Handeln zu Hause, ein Home-Gym für heute einmal machen. Des vorletzten Tags von dieser Woche und wie man schon erkennen kann, bin ich hier im Aufnahmesetup meiner Agentur, denn gleich werde ich einen Über-uns-Film aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, das Skript ist, würde ich sagen, geisteskrank geworden, habe auch 3 Stunden dafür gebraucht und ich habe jetzt alles mal aufgebaut. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr so insgesamt das Setup findet. Das ist hier auch so in der Art, kann man sagen, meine Testaufnahme und jetzt werde ich gleich erstmal eine Stunde hier 2 Videos aufnehmen, einmal das Über-uns-Video, genauso wie in der Art Trailer, kann man sagen, also so ein 40-sekündiges Einführung unserer Agentur. Und anschließend geht es für mich in die Stadt, Straßenumfragen aufnehmen und ich hoffe diesmal wirklich, dass der ein oder andere mehr unterwegs ist als gestern. Ja, wie viel kostet das? Mega. Vielen Dank.
Wir haben 18.11 Uhr. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das Über-uns-Video erst morgen oder übermorgen aufnehmen werde. Denn ich habe gemerkt, irgendwie, ich bin heute nicht so krass gut von der Kamera zu sprechen. Und das Video muss wirklich perfekt werden, weil das wird jeder potenzielle Kunden direkt auf unserer Webseite sehen. Und anhand dieses Videos entscheidet er denn, möchte er mit uns ein Meeting ausmachen oder nicht. Und deshalb soll es natürlich auch 1 plus mit Sternchen sein. Und deshalb mache ich das lieber, wenn ich allgemein fitter bin, wenn ich einen besseren Redefluss und alles drum und dran habe. Das muss man dann auch selber einsehen. Aber dafür habe ich jetzt Zeit für morgen zu packen, denn es geht, wer wundert sich, nach Passau zum 4-Sterne-Hotel, denn für die werden wir dort dann die Straßenumfragen nächste Woche aufnehmen. Genauso treffen wir wieder Maximilian, der hat das auch geboostert gehabt. Habe ihn auch schon ein sehr nices Geschenk gekauft. Werdet ihr dann auch noch in diesem Vlog, im späteren Vlog, in diesem Vlog sehen. Keine Ahnung, was es das mal wieder für ein Deutsch war. Aber noch eine Ankündigung, nämlich auf LinkedIn versuche ich jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen aktiver zu sein. Also natürlich so allgemein Social Media. Und was ist natürlich die beste Motivation, um mit etwas durchzustarten? Eine Wette. Und es gibt auf LinkedIn jemand, der ist Christian Braunschweig. Er hat aktuell 15.000 Follower. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und ja, ich weiß, es ist noch so ungefähr 14.000 von mir entfernt. Aber am Ende des Jahres sehe ich das potenziell. Er kommt aus Zürich. Ich kenne ihn sogar schon ganz gut. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, wir machen eine Wette. Wer bis Ende des Jahres mehr Follower hat, verliert 500 Euro. Aber wir geben es uns nicht gegenseitig, sondern spenden sie dann. Also selbst wenn ich verliere, ist es dann ja auch schon mal eine gute Sache. Also kann man so gesehen nicht großartig etwas verlieren. Aber natürlich ist es trotzdem ein Ansporn, durchzustarten. Viele werden sich vielleicht auch fragen, wieso ich hier mit einem Lila-Anzug sitze. Ist vielleicht nicht die alltäglichste Farbe für einen Anzug. Aber ganz einfach, Movavo, meine Agentur, hat Lila als Corporate-Design-Farben, kann man sagen. Und natürlich, wie viele Menschen kennt man, die mit einem Lila-Anzug rumrennen? Niemand. Also ist das, sage ich mal so, unser Corporate-Anzugsdesign. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Aber ich packe jetzt erstmal alles für morgen, wenn es nach Passau geht. Und anschließend geht es ins Gym. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich zu Hause. Und wir haben jetzt auch schon den letzten Tag der Woche. Also Sonntag, 0.15 Uhr. Und vorher kam auch noch ein Paket an. Nämlich die Sachen, die ich mir vor ein paar Tagen bestellt habe. Nämlich einmal als Highlight-Piece, kann man sagen, den DJI Gimbal. Ich habe ihn schon aufgebaut. Ich werde ihn gleich auch noch zeigen. Er lädt gerade nur noch auf. Genauso wie hier den Griff, dass man den besser halten kann. Zusätzlich habe ich mir aber noch hier Mouth-Tapes bestellt. Also so besser gesagt sind das Nose-Tapes. Und ich habe damals die TikTok-Straßenumfrage gesehen von den Dingern. Und ich sage euch ehrlich, ich dachte sogar, dass die Fakes sind, weil die Reactions darauf sahen halt einfach so komplett unecht aus. Aber ich mache jetzt mal direkt eins drauf, eine Live-Reaction. Nämlich hat man hier mal das Tape. Hier muss man noch ein paar Folien abmachen. Ist so schön durchsichtig, weil ich habe eh an sich ein bisschen Probleme mit der Nasenatmung. Und deshalb sollten die Dinge eigentlich perfekt für mich sein. Das teste ich jetzt auch mal, wie die eigentlich sind. Also das, glaube ich, kommt ungefähr auf den Nasenflügel drauf. Das ist krass. Also no joke, man macht das drauf und man riecht wirklich direkt danach doppelt so gut. Das ist wirklich krass. Das müsst ihr wirklich auch mal testen, wenn ihr mit der Nasenatmung Probleme habt. Ich glaube auch relativ logisch, weil es zieht einfach eure Nasenflügel so auseinander. Also ist ja logisch, dass das eine Direktwirkung hat. Aber so viel dazu. Ist auf jeden Fall ein sehr nices Gadget für den eigenen Körper, wenn man es so ausdrücken will. Jetzt geht es aber für mich erstmal an die Aufgabe, dass ich die Tickets für die nächsten Tage erstmal alle buche. Also Flixbus nach Passau, Deutsche Bahn, Drehgenehmigung von den Einkaufszentren holen, Verträge schreiben für die Schauspieler. Also die denn in den Umfragen auch teilnehmen. Genauso wie noch ein paar restliche To-Dos erledigen und gleich auch noch euch den Gimbal zeigen. Und damit sehen wir uns gleich wieder. Wir haben Sonntagmittag und damit auch schon der letzte Tag von dieser Woche. Hier gerade eben habe ich jetzt noch alles gepackt, denn jetzt gleich geht es für mich auf den Weg nach Passau, insgesamt 7 Stunden und damit würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich in Passau wieder.
Wir sind hier im Asia angekommen. Der liebe Herrn Steffen ist jetzt auch schon mit dabei. Nur er hat noch nicht so viel Kohle, um sich eine Vorspeise zu leisten. Und somit auch zum letzten Part von diesem Vlog von dieser Woche. Wir sind jetzt hier auch bei Maximilian angekommen. Der schläft gerade schon. Und die ganzen Sachen von dem 4-Sterne-Hotel liegen auch schon im Nebenzimmer im Office von ihm. Die werde ich euch dann auch im nächsten Vlog zeigen. Also es sind wirklich geisteskrank viele. Damit kann man wahrscheinlich irgendwie 500 Straßenumfragen aufnehmen. Also hoffentlich machen wir die dieses Jahr noch für das Stempelhotel. Aber mal sehen. Morgen ist auf jeden Fall Aufnahmetag. Oder besser gesagt heute, weil wir haben schon 3 Uhr nachts. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben uns gerade schon sehr, sehr heftige Konzepte überlegt. Sind natürlich diesmal ein bisschen professioneller gehalten als sonst. Der eine oder andere wird es genauer wissen. Aber somit gehe ich jetzt noch schlafen. Noch so ein kleines Fazit von dieser Woche. Es ist irgendwie nicht so viel passiert, aber trotzdem hat man so grundlegend To-Dos mal abgearbeitet. Und dafür, dass mir Anfang der Woche nicht gut ging, habe ich eigentlich schon gut noch was draus gemacht. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dorthin und ciao.